Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's hier mit der Story. Wir waren ja gerade auf dem Weg. Zu was nochmal? Ach ja, wir waren da bei Regina Jones. Da flog ja ein Mensch aus dem Fenster. In Kabuki trifft dich mit der Militech-Agentin. Das würde jetzt uns in der Story weiterbringen. Triff dich mit Militech-Agentin, optional. Weißt du, was ich an stinknormalen Gangleuten mag? Sie wissen, was ihnen eher gefällt. Eddies, Sex, Macht. Manchmal auch einfach das Blut ihrer Feinde an den Händen. Sie sind wahre Engelchen. Aber die Maelstrom-Cabrones, shit, bei denen weiß man nie, starren dich mit ihren Toastervisagen an und du hast keine Ahnung, was in ihren Prozessoren vorgeht. Ich glaube, deshalb gehen Geschäfte mit denen nie glatt über die Bühne, aber manchmal geht's halt nicht anders. Also lass uns den Bot holen und Dex stolz machen, okay? Ja komm, wieso nicht? Konzerne. Die Konzerne in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts sind internationale Finanzriesen. Wahre Megakonzerne. Sie verfolgen eigene politische Ziele und tragen sogar mehr oder minder offene Konflikte mit der Konkurrenz aus. Wer behauptete, dass Konzerne die Realität und das Leben der normalen Leute prägen, übertreibt nicht. Du musst dich nur umsehen. Jeder Gegenstand in deiner Wohnung kommt von einem Fließband aus einer Fabrik, die einem der Megakonzerne gehört. Ein anderer Konzern versorgt deinen Fernseher mit Strom, wodurch die Nachrichten auf dem Sender eines Medienriesen schauen kannst, dessen Großteil sein Aktieninhaber wiederum aus Konzernen besteht. Alles, was du trinkst und in gewissem Maße auch die Luft, die du atmest, all das kommt von diesen globalen Unternehmen, selbst wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Werden die Konzerne immer jeden Aspekt deines Lebens beeinflussen? Jede Faser bis in die Fingerspitzen. Ach, deine Finger sind aus Chrom? Von welchem Hersteller? Du siehst, worauf es hinausläuft. Okay. Militech. Militech International Armaments ist einer der größten, mächtigsten Konzerne der Welt. Vor allem in den USA ist er bekannt für seine Unterstützung der föderalen Regierungen, die er mit Soldaten und Ausrüstung versorgt, darunter auch Waffen und spezielle militärische Ausrüstung. Militechs Vertrag mit den NUSA gilt in einigen politischen Kreisen als kontrovers. Gegen Militech wurden Vorwürfe erhoben, ein Monopol aufzubauen und die offensichtlichen Verbindungen zwischen dem Vorstand des Konzerns und der früheren Vorstandsvorsitzenden und jetzigen Präsidentin der NUSA, Rosalind Myers, haben dies diplomatische und Konzernkonflikte weiter verschärft. Der Konzern ist zudem im privaten Sektor tätig, wo er Sicherheits- sowie defensive und offensive Kampfdienstleistungen anbietet. Militech versorgt seinen Kunden mit der neuesten Ausrüstung, hochqualifizierten Mitarbeitern und gut ausgebildeten, gut ausgestatteten Agenten, die jede Aufgabe effizient erledigen. Außerdem entwickelt und produziert der Megakonzern seine eigenen Feuerwaffen, Drohnenimplantate und sogar Fahrzeuge für Land-, Luft- und Wassereinsätze. Okay, interessant. Ich glaube, diese kleinen Infos gab es vor dem Patch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal zu Militech Agentin und schauen, was uns da erwartet oder was sie zu erzählen hat. Aber ganz kurz leveln wir hier doch mal. Tech-Waffen. Ich würde auf Intelligenz gehen. Und den Vorteilspunkt vielleicht auch gleich hier einlösen. Hypt automatisch Zugangspunkte und Kameras in der Nähe hervor. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Und dann laufen wir mal dahin. いい加減にしな。これ以上は我慢しないよ。
Shit, ich treff gar nichts. I can't thank you enough. Ja, ich wollte dir helfen, just bevor die dich erschießen. Einen haben sie schon getötet, so eine Scheiße. Naja. Wenigstens eine Person konnte ich retten. Besser als nichts. Kurz mit den Junk verkaufen. Es gibt halt immer so viele Dinge, die mich ablenken. Zum Beispiel das. Naja, weiter geht's. Meter, ich glaube, das können wir ganz kurz laufen. Sicherheitsschützturm, wieso ist denn da ein Schützturm? Ein Geschützturm, sorry. Kann ich den ausschalten? Mache ich doch einfach mal. Auch wenn es wahrscheinlich absolut nichts bringt. Dann haben wir wieder ein paar Freaks. Bevor ich da angreife, doppelläufige Schrotflinte. Hört sich doch ganz gut an. Schaden. Nice. Aber da wir gleich so nah sind, nehme ich die Schrotflinte zur Hand. Tigerclaws Gauner. Baboom. Verbesserungssplitter Cyberware Kapazität. Okay, aber sonst gibt's hier nichts, ne? Das aussieht. Alter, wie laut das Teil ist. Können wir auch nicht hinein? Naja, an Basie gibt's noch. Ich dachte schon, wo sind die Waffen? Wait, ich glaube, das gibt ja auch noch XP, oder nicht? Ich Leiche verstau. Kann ich das hier gar nicht? Schade. Dann halt nicht. Aber wir haben dann ein schönes Item bekommen. Cyberware. Doch nicht? Doch nicht. Habe ich wohl nur gemeint. Naja, dann halt nicht. Weiter geht's.
glaube, wir sind gleich da. Das sieht bombastisch aus bei Nacht. Ach ja, ich lieb's, dass ich diese neue Grafikkarte habe. So sieht das Spiel unglaublich gut aus. Alles gut? New around here? Na dann halt nicht. Ist das ein Fliegeding? Vielleicht. Natürlich, irgendwo mega abgeschotten treffen wir diese Agentin. In einer dunklen Gasse. Wie soll es auch anders sein? Ich speichere mal. Und mitten in der Nacht. Naja. Look lively. Meredith Stout. Take it you were the one to call? That'd be me. Alter! Thought you could blackmail me, bitch? Set conditions? Got any more for me? Get your fucking hands off me! What the fuck passiert hier? Christ, Meredith! Shut your trap! That fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly, forthrightly. Are you here alone? Shut it. I asked if Guardian you came Angels. Alone. With 50 caliber snipes aimed at your skull. You don't let me go. Your dogs will have to glue you back together. She's lying. Try that again, and it's 2 million volts. Got it? Do a sweep, now. Trotzdem glaubt's uns nicht ganz. Now listen close. This piece of shit, Anthony Gilchrist, is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? Jesus, woman, calm down and release me. You answer me, bitch! Anthony Gilchrist! That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I... Her you can let go. Wanna hear what she has to say. Ganz ruhig. Couldn't have been chill from the start? Shut the fuck up. Tell me what you want. I need a bot. Flathead model. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force, but they're expecting payment, so I could go that route too. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. Sounds solid enough. Amen. Verschlüsselte Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. You pay with that chip, and that's all you gotta worry about. Try to fuck me in any way, and I'll be seeing you real soon. You're making a mistake. This cunt's already good as dead. And she'll take you down with her. Was ist das wohl für Geld? Also,
weiß ja nicht. Wo ist jetzt ein Splitter? Ist es nicht gerade im Journal da? Datenbank. Minitech Datensplitter. Okay. Kann ich jetzt damit was machen? Wahrscheinlich muss ich erstmal hier weg. Und interessanterweise steht hier unser Auto. Wieso auch immer. Ja. Gut. Das hat nicht so funktioniert. Erstmal hier aus dem Gebiet raus, das feindlich ist. Ups. Und schau mir nachher diesen Splitter mal an. In der Hoffnung, dass wir da noch mehr Informationen rauskriegen. Ist das Gebiet nicht mehr feindlich? Halt mal kurz hier an. Militech-Datensplitter verschlüsselt. Okay, Malware neutralisieren, entfernt die Malware, die den Splitter infiziert hat. Also eigentlich ist das am wichtigsten. 551CE9. 551CE9. Das andere ist jetzt nicht so. Oder? Oh no! Malware kopieren. Oder nicht? Eigentum von Militech. Unautorisierter Zugriff streng verboten. Eddie's on the cred ship or clean. Okay. Wenigstens wissen wir das. Wollte ich nicht. Sorry. Triff dich mit Jackie. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zu Jackie. Oh shit. Hat's gerade einen Leck gegeben, sorry dafür. Und da spielt wieder irgendwas verrückt.
Irgendwie hat es da Probleme mit den Haaren. Ich speichere mal zur Sicherheit. Und schau mal nur auf den Boden. Sorry, wir müssen ganz kurz hier durch. Das mit den Haaren tut mir ziemlich leid und mit diesen Legs. Geht gerade nicht anders. Wir gehen gleich weiter. Ja, wie man sieht, habe ich ein paar Mods installiert, Car Dealer. Da könnte man diesen Ford Hennessy Velociraptor kaufen. Aber ansonsten gibt es hier gerade nichts Spannendes. Deshalb gehen wir hier sofort weg, bevor das Game crasht. Und fahr mal zu Jackie. Schöner Baum. Ich habe zwar auch eine Mod drin, die die Render Distance irgendwie eigentlich verbessern sollte, aber das kommt mir gerade nicht so vor. Und da sind wir auch schon bei Jackie. Ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier mit Jackie sprechen. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.